Wenn n, eine natürliche Zahl, verschieden von 0 ist, dann ist die Fakultät von n, n Ausrufezeichen geschrieben, das Produkt 1 mal 2 mal 3 mal und immer so weiter bis mal n. Und die Fakultät von 0 ist 1. Wie viele natürliche Zahlen n gibt es, so dass die Fakultät von n gleich ist zu n hoch 3 minus n? Versuchen wir zuerst mit n gleich 1. Wenn n gleich 1 ist, dann steht hier Fakultät von 1, das heißt 1, gleich 1 hoch 3, also 1, minus 1. 1 minus 1, das macht 0 und nicht 1. Deshalb ist 1 keine Lösung dieser Gleichung. Jetzt versuchen wir für alle n-Werte größer gleich 2. Wenn n größer gleich 2 ist, dann kann man die Fakultät von n schreiben in diese Form n mal n minus 1 mal die Fakultät von n minus 2. Diese Zerlegung in dieser Form funktioniert aber nur, wenn n größer gleich 2 ist. Jetzt rechts, wir können in n hoch 3 minus n ein n ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann n im Quadrat minus 1, also n minus 1 mal n plus 1. Da n weder 0 noch 1 ist, können wir diese Gleichung teilen durch n mal n minus 1. Bleibt also die Gleichung n minus 2 Fakultät gleich n plus 1. Wir werden diese Gleichung anhand dieser Tabelle analysieren. In der linken Spalte steht die natürliche Zahl n größer gleich 2. In der mittleren Spalte steht die Fakultät von dieser Zahl n minus 2. Und in der rechten Spalte steht diese Zahl n plus 1. Wenn n 2 ist, dann steht hier die Fakultät von 2 minus 2, also die Fakultät von 0, das heißt 1. Und hier steht 2 plus 1, das heißt 3. Die Zahl in der Mitte ist streng kleiner als die Zahl rechts. Versuchen wir mit n gleich 3. Dann steht hier die Fakultät von 3 minus 2, also die Fakultät von 1, das heißt 1. Und rechts steht 3 plus 1, das heißt 4. Die Zahl in der Mitte ist streng kleiner als die Zahl rechts. Also die zwei Zahlen sind nicht gleich. Demzufolge ist 3 keine Lösung von dieser Gleichung. Wenn n gleich 4 ist, dann steht hier die Fakultät von 2, das heißt 2 mal 1, also 2, und hier steht 4 plus 1, das heißt 5. Wenn n gleich 5 ist, dann steht hier 5 minus 2 Fakultät, also die Fakultät von 3, das heißt 3 mal 2 mal 1, also 6. Und hier steht 5 plus 1, also auch 6. Und deshalb ist 5 eine Lösung dieser Gleichung. Eine haben wir. Jetzt n gleich 6. Für n gleich 6 steht in der Mitte die Fakultät von 4, also 24. Und rechts
steht 6 plus 1, also 7. Wir sehen also, wenn n gleich 6 ist, dann ist die Zahl in der Mitte streng größer als die Zahl rechts. Bei n gleich 7 erhalten wir hier die Fakultät von 5, das heißt 120, und hier erhalten wir 7 plus 1, also 8. Wir erkennen somit deutlich, wenn n streng kleiner ist als 5, dann ist die Zahl in der Mitte streng kleiner als die Zahl rechts. Bei 5 sind diese beiden Zahlen gleich, und sobald n streng größer ist als 5, ist die Zahl in der Mitte automatisch streng größer als die Zahl rechts. Das geht dann so immer weiter. Und demzufolge hat diese Gleichung, also diese Gleichung, eine einzige Lösung, und zwar die 5. Also ist B die richtige Antwort.